Aber wir wenden uns jetzt wieder den Themen zu, die uns wirklich beschäftigen oder mit denen man uns beschäftigt, meine Damen und Herren. Dafür haben wir Heino Trussheim eingeladen. Die Kritiker sind begeistert von seinem souveränen und ruhigen Auftreten. Das Publikum liebt seine humorvolle Art, die Welt zu sehen. Und dieser Mann weiß nicht, ob er Hartz IV kommt, es auf die Perspektive im Leben an. Seine Perspektive ist der Höhepunkt. Und so heißt auch sein aktuelles Programm. Und heute ist er bei uns. Bühne frei für Heino Trussheim. Dankeschön. Dankeschön, meine Damen und Herren. Sie haben vielleicht gemerkt, in den letzten Wochen, es hat sich was geändert, die Bedrohung kommt näher. Wir haben im Dezember erhöhte Terrorwarnungen gehabt zum ersten Mal. Ich habe erst gedacht, was ist los? Gehen die Flippers wieder auf Tournee? Ne? Aber nee, es war wirklich, die Gefahr eines Anschlags rückt näher. Und wenn Sie reisen, merken Sie das auch. Ich war in Hamburg am Flughafen, bin geflogen und da sind tatsächlich jetzt diese Nacktscanner, von denen man immer gehört hat. Ne? Und es gibt ja verschiedene Preisstufen. Flughafen Lübeck hat alte H&M Umkleidekabinen gekauft. Da zieht man kurz den Vorhang vor, dann gucken die durch so ein Loch. Aber in Hamburg ist richtig Hightech, ne? Und das ist Wahnsinn. Man steigt ein und das scheint auch zu funktionieren. Die Frau am Bildschirm hat gepfiffen. Und das alles nur, weil diese Idioten ihren Glauben mit Gewalt durchsetzen wollen. Ne? Das ist also so wie Osama Bin Laden zum Beispiel. Und der ist immer noch nicht aufgetaucht. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist die modernste Armee der Welt. Die Vereinigten Staaten von Amerika suchen einen einzigen alten Mann und finden den nicht. Der muss im deutschen Einzelhandel gelernt haben. 3 Jahre bei Obi, der ist weg. Aber verbreitet seine Lehren, ne? Und dass sie die mit Gewalt durchsetzen, ist klar, weil der gesunde Menschenverstand würde sagen, du kommst hier nicht rein, ne? Oder? Eine Burka für eine Frau, wie in Afghanistan? Darf ich vorstellen, mein Zelt, meine Frau? Nee, umgekehrt. Und wenn die zum Arzt gehen, haben sie es mal gesehen, es gibt ja Ärzte für Taliban-Frauen, aber unglaublich, ne? Dann wird so ein Vorhang gespannt mit einem Loch und der Arzt greift dann durch das Loch und untersucht die Frau. In Deutschland reckt sich dir auch eine Hand entgegen, aber der gibst du 10 Euro, dann siehst du den restlichen Arzt, ne? Aber für so einen Scheiß sprengen die sich dann in die Luft, ne? Und ich wundere mich, wie viele das tun, oder? Das ist doch unglaublich. Wissen Sie, wenn zu mir jemand kommen würde, Heino, hast du nicht Lust, dich auf dem Marktplatz mit einer Splitterbombe in die Luft zu sprengen? Ich würde nicht sagen, hey, coole Idee, ich bringe die Pfandflaschen weg, dann komme ich. Ich würde sagen, bist du bescheuert? Ich meine, warum auch, oder? Ich habe eine Frau, ich habe einen Job, ich habe ein Kind, ich mache Sport. Also das Gefühl, auseinandergerissen zu werden, kenne ich. Dafür brauche ich es nicht machen. Aber es ist uns auch so fremd, uns Deutschen, oder? Sich für eine Ideologie, das Leben zu opfern, oder? Also wenn uns jemand den Parkplatz wegnimmt, das ist was anderes. Und das ist real, aber weil, wissen Sie, wir sind aufgeklärt. Wir haben die Aufklärung im Kopf. So in der Romantik zum Beispiel, da war es ja auch, da haben sich die Männer das Leben genommen, wenn die große Liebe nicht erwidert worden ist. Wissen Sie, mit 17 bei meiner ersten Trennung habe ich auch gedacht, so ein weibliches Wesen findest du nie wieder. Mittlerweile weiß ich, es gibt noch mehr Geschöpfe, die auf dem Beifahrersitz Vorsicht Ampel brüllen. Wissen Sie, wir werden erwachsen. Ne? Wir merken das langsam. Und selbst wenn wir Deutschen in mittelalterliches Denken wieder geraten würden, wir sind viel zu korrekt für einen Selbstmordanschlag. Stefan, du fährst jetzt mit dem Sprengstoffwagen in die Menschenmenge. Geht nicht, Einbahnstraße. Und wir glauben einfach nicht an diesen Scheiß, wie 72 Jungfrauen, die im Himmel auf dich warten. Davon mal ab, das muss auch ein Mann geschrieben haben, oder? Oder eine Frau schreibt doch sowas nicht. Das ist das Dumme, weil Religionen werden von Männern geschrieben. Wenn Frauen das Christentum geschrieben hätten, sähe auch anders aus, oder? Dann gäbe es beim Abendmahl nicht so einen läppischen Messwein, da gäbe es einen schönen Sekt auf Eis, oder? Und nicht so harte Holzbänke, da wären schöne Sitzkissen beheizt, ne? Und wissen Sie, wenn Sie in den Beichtstuhl steigen würden, da hieß es nicht, Pfarrer, ich habe gesündigt, sondern schon gehört. Aber die Bedrohung kommt näher und deswegen muss der Staat auch Präsenz zeigen. Teilweise macht er das richtig, teilweise sein, ich weiß nicht, also ob Islamisten sich vor Fahrradpolizisten fürchten, bin mir nicht sicher. Haben Sie schon mal einen gesehen? Das ist ein bisschen albern, oder? Hey, ich bin in der Zweiradstaffel bei der Polizei. Cool, was fahren Sie? BMW, Honda? Nein, Gazelle. Allein was die anderen, haben Sie mal gesehen? Die tragen, also in Hamburg hatten sie anfangs so Radlerhosen an. Also was ist denn als Mann Radlerhosen? Da kannst du untenrum auch gleich ganz nackt rumlaufen. Ne, und dann hatten sie die, und Fahrradpolizisten, die erkennen sie auch aus 100 Metern Entfernung, das sind die einzigen Fahrräder, die bei Rot an der Ampel halten.
Also alles andere fährt vorbei, ne? Scheiße, gab die Vorabpolizisten, ja, ich denke, oh nein. Und wenn die rechts abbiegen, ist ganz süß, dann halten die den Arm raus. Haben Sie das schon mal gesehen? Den Arm raushalten aus dem Fahrrad, das mache ich, wenn ich das Bier von meinem Kumpel haben möchte. Na, aber die machen das und das Schlimmste ist an der Fahrradhelm, den haben sie den auch noch verpasst, ne? Das ist so uncool, wenn es einen coolen Helm geben würde, aber es, ne, das ist so uncool, so ein Ding sehen sie auch nie in Actionfilmen. Schon mal irgendwo gesehen? Das geht nicht. I'll be back. Aber mich hat mal einer angehalten, das war ganz süß und der war ziemlich sauer, weil ich war auf dem falschen Fahrradweg gefahren und für sowas werden die dann eingesetzt, ne? Weil ist ja auch sehr begrenzt, also Fahrradeskorten für Politiker gibt's auch nicht. Können wir die Autobahn nehmen? Ungern. Und bei Demos, da werden in Hamburg, da werden Reiterstaffeln eingesetzt, das verstehe ich auch, weil vor Pferden hat man Angst, aber so einem Fahrrad, ich habe noch nie gesehen, dass jemand gesagt hat, du, ich habe Angst vor dem Fahrrad, kann ich vorne rumgehen, ich traue mich hinten rum nicht, ne? Die können einem leid tun, aber der kam auf mich zu und dann hat, ich weiß noch nicht, Dienstgrad, was er jetzt hatte, ich weiß noch nicht, wie machen die das, ne? Ich glaube, die fangen mit 3 Gängen an, Probeförderung, kriegst du einen dazu. Und dann hat er mir einen Strafzettel gegeben, ne? Wissen Sie, wo er den rausgeholt hat? Aus dem Rucksack. Aus dem Rucksack, wissen Sie, donnerstags haben die Sport, dann haben sie noch einen Turnbeutel dabei, ne? Und ich hatte auch überhaupt keine Angst, was will er denn letzten Endes mit mir machen, ja? Aufs Revier bringen, ja wie denn, Stange oder Gepäckträger, ne? Aber wissen Sie, wenn ich die Wahl hätte zwischen Polizei auf dem Fahrrad oder Taliban, ich wäre Taliban. Dankeschön. Tschüss. Heino Trussheim, demnächst auch in Ihrer Kleinkunstbühne zu Gast. Ja, meine Damen und Herren, Polizisten in Radlerhosen, da träumen die in Libyen von, oder? Das ist das, was die alle anstreben. Die wollen doch alle so leben wie wir. Und jetzt haben sie sich erhoben in Nordafrika. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn die Menschen zur Demokratie aufbrechen? Die Diktatoren werden gestürzt, einer nach dem anderen. Ja, und okay, in der Schweiz wird das Geld eingefroren. Man konserviert es, falls wir noch mal zurückkommen. Aber die Diktatoren sind weg und die Menschen werden befreit. Sie werden nicht länger drangsaliert, sie werden nicht mehr eingesperrt. Und wer weiß besser als wir Deutschen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen und Menschen zu uns kommen können. Sie sollten vielleicht schon mal ein paar Gästebetten beziehen, ein bisschen Couscous auf Vorrat einlagern. Ja, die Freiheit ist was Wunderbares, also die eigene Freiheit. Die Freiheit der anderen kann schon mal ein bisschen lästig werden, sagen wir es mal so. Ne? Aber die Freiheit der nordafrikanischen Bevölkerung, die ist uns doch lieb und teuer, ha? Ist vor allem teuer. Dann steht der Deutsche an der Zapfsäule, an der Tankstelle, guckt auf den Benzinpreis und sagt, hör mal, so schlimm war der Gaddafi doch auch nicht, oder? Das sieht der Berlusconi zum Beispiel auch so. Der Berlusconi hat mit dem Gaddafi sich wunderbar verstanden. Der Berlusconi, für den war der Gaddafi immer ein Hoch der Stabilität. Ja? Und der Gaddafi hat wirklich immer nur die übers Wasser gelassen, die der Berlusconi auf seinen Bunga-Bunga-Partys auch wirklich haben wollte. Jetzt kommt da Jan und Mann, was weiß ich. Was ist, wenn die da wirklich demokratisch beschließen, den Ölpreis ab sofort zu verdoppeln? Das könnten die ja demokratisch beschließen, um all die Schäden zu reparieren, die der Gaddafi in seinem letzten Gefechte eingerichtet hat. Wäre da alles möglich? Was machen wir dann? Dann gucken wir. Ne? Der Gaddafi war immer so ein Netter. Das war so ein zuverlässiger Geschäftspartner. Ich weiß gar nicht, hat doch keiner mit rechnen können, dass der mal so durchdrehen würde, oder? Aber jetzt ist ja, jetzt macht die Europäische Union ja Schluss mit lustig. Jetzt ist ja Embargo, haben Sie gehört? Ist ja, ab nächste Woche kriegt er keine Waffen mehr. Er soll erstmal die aufbrauchen, die wir bis jetzt geliefert haben. Das sind drastische Maßnahmen, meine Damen und Herren. Ja, man muss da auch immer differenzieren. Ne? Diktatur kann man auch nicht pauschal mit Diktatur vergleichen. Das kann jeder Pauschaltourist sagen. Das muss man differenziert betrachten. Sehen Sie, Ägypten war eine Diktatur und die DDR war auch eine Diktatur. Aber das eine Plattenbauten und andere Pyramiden. Das sind doch Unterschiede. Honecker und Mubarak, beides furchtbare Despoten. Aber die Diktatur in Ägypten, die hatte für uns Deutsche immer einen gewissen Charme. El Sheikh.
Bevor jetzt hinterher wieder Beschwerden kommen von Zuschauern über die absurden Vergleiche, die ich hier ständig anstelle, möchte ich mal jetzt mal ein Wort in eigener Sache sagen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, es erreichen uns speziell nach Kabarett-Sendungen immer wieder Briefe von Leuten, die völlig sauer sind und sich beschweren und sagen, also sie wären jetzt wirklich leid, sie wollten nicht länger hinnehmen, dass von ihren GEZ-Gebühren sowas hier produziert würde. Das müsste dann wirklich nicht sein. Ja, und man muss diese Menschen ernst nehmen, das tue ich auch, und ich möchte diese Menschen jetzt mal offiziell beruhigen. Ich kann nicht für meine Kollegen sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, ich lege großen Wert darauf, dass meine Honorare ausschließlich aus den Gebühren der Zuschauer und Zuschauerinnen bezahlt werden, die mich auch wirklich gut finden. Da bestehe ich. Sehen Sie, ich habe doch Verständnis, ich bin doch selbst Gebührenzahler. Ich möchte ja auch nicht, dass von meinen GEZ-Gebühren da irgendwelche Sendungen produziert werden, die ich über Gebühr schrecklich finde. Deshalb habe ich ja zum Beispiel, ich habe bei der GEZ verfügt, dass von meinen Gebühren keine Volksmusik-Sendungen bezahlt werden dürfen. Ja? Auch die Honorare von Reinhold Beckmann, Wolf-Dieter Poschmann und Peter Hane dürfen unter gar keinen Umständen, ich wiederhole, unter gar keinen Umständen aus Geldern bezahlt werden, die ich zwangsweise an die GEZ überwiesen habe. Das habe ich der GEZ unmissverständlich klargemacht. Nee. Natürlich kann jetzt die GEZ ihre Gebühren nur in ihrem Sinne einsetzen, wenn die auch von ihren Vorlieben wissen. In der Gebührenverteilungsstelle. Da reicht ein formloses Schreiben. Das ist natürlich für die GEZ eine Menge Aufwand, die verschiedenen Gelder auf die einzelnen Töpfe zu verteilen, aus denen dann was nicht bezahlt werden darf. Aber das machen die da gerne, meine Damen und Herren. Genauso wie mein Finanzamt ja ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert hat, als ich erklärt habe, dass aus meinen Steuergeldern ab sofort keine Diäten von FDP-Politikern mehr bezahlt werden dürfen. Und vor allem keine Polizeieinsätze mehr bei Castor-Transporten und bei Polizeieinsätzen von Bayern München.